Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu ungewohnt früher Stunde. Das Thema ist jetzt der Abschlussbericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und zur Fortpflanzungsmedizin. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Professorin Liane Wörner zu meiner Rechten. Sie kommt von der Universität Konstanz und ist Koordinatorin der Arbeitsgruppe 1, also des Themas Schwangerschaftsabbruch. Daneben hat Platz genommen Frau Professorin Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Potsdam. Sie ist die stellvertretende Koordinatorin der Arbeitsgruppe 1. Dann haben wir Frau Professorin Friederike Wappler von der Universität Mainz. Sie ist die Koordinatorin der Arbeitsgruppe 2, also Eizellspende und altruistische Leihmutterschaft. Und ganz außen hat Platz genommen Frau Professorin Claudia Wiesemann von der Universität Göttingen. Und sie ist die Koordinatorin der Arbeitsgruppe 2. Eine Vorbemerkung: Der Abschlussbericht wird erst um 13 Uhr offiziell vorgestellt. Ich gehe davon aus, dass er dann online zur Verfügung steht. Wir haben aber vereinbart, dass es so eine Art Kurzbericht gibt. Der liegt aus, falls ihn irgendeiner der Kolleginnen und Kollegen noch nicht gesehen hat. Dann beginnen wir mit Frau Wörner. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Centivani. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie gekommen sind zur Vorstellung der Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen der Kommission für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. In der Arbeitsgruppe 1 bestand unser Prüfauftrag nach § 2 Absatz 3 der Geschäftsordnung darin, ich zitiere, ob und wie der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt werden kann. Wir waren in einer einmaligen Situation. Mit unserer interdisziplinären Expertise in Ethik, Medizin, Sozialwissenschaft, Gesundheitswissenschaften und Rechtswissenschaften konnten wir zu der hochkomplexen Frage einer Neuregelung in einen weiten wissenschaftlichen Diskurs eintreten. Das war erforderlich. Wir haben dazu im Juni 2023 alle Fraktionen zum Gespräch geladen und im November 2023 mit Verbänden gesprochen. Hier hatten wir, was sehr beeindruckend war, jeweils Beraterinnen, Ärztinnen, Vertreterinnen der Frauenverbände und der verschiedenen anerkannten Glaubensgemeinschaften in einem Raum. Der Bericht liefert Ergebnisse in 8 Kapiteln und eröffnet mit den einstimmig beschlossenen Empfehlungen Wege zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs. Medizinisch steigt die Komplikationsrate für Schwangerschaftsabbrüche ab dem 2. Trimenon. Medizinische Leitlinien für Spätabbrüche fehlen. Ungewollte Schwangerschaften sind keine Seltenheit. Gründe für einen Abbruch sind meist finanzielle Schwierigkeiten, fehlende oder problematische Partnerschaften oder das Alter. Es bedarf der sozialen und finanziellen Unterstützung, insbesondere von Alleinerziehenden und Personen in vulnerablen Lebenslagen, des weiten, möglichst kostenfreien Zugangs zu Verhütungsmitteln, gekoppelt mit einem hohen Niveau an sexueller Aufklärung. Die Beratung über den Schwangerschaftsabbruch ist zurzeit sowohl essentieller Baustein als auch Problem. Es ist voraussetzungsreich und widersprüchlich, dass eine Pflicht zur Beratung besteht, die gleichzeitig zielorientiert und ergebnisoffen sein soll und dass es eine zusätzliche Wartefrist gibt. Vorab wird die Beratung oft als Last, anschließend oft als Gewinn bewertet. Ob verpflichtend oder freiwillig, die Beratung bildet den entscheidenden Baustein, um vulnerable Gruppen zu erreichen. Sie ist zentral zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten. Sie sollte eine verantwortliche Entscheidung unterstützen, sowie umfassende soziale, juristische und psychosoziale Informationsangebote beinhalten. Sie darf nicht an vorab festgelegten Zielsetzungen zur Fortsetzung der Schwangerschaft orientiert sein und muss diverse Zielgruppen erreichen. So zeigt unser Ergebnis insgesamt. § 218 fortfolgende des Strafgesetzbuchs widersprechen in Teilen dem Ergebnis der Arbeitsgruppe. Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit § 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen. Er kann unter Hinzuziehung sämtlicher Abwägungsaspekte auch den Abbruch in der mittleren Phase rechtmäßig und straflos stellen. In der Spätphase bleibt der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig, muss aber nicht zwingend strafbar sein. Der Abbruch ist darüber hinaus als rechtmäßig zu erlauben, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft von der Schwangeren wegen einer Indikation nicht verlangt werden darf, aus Sicht des betroffenen Strafrechts. Wann immer der Schwangeren die Fortsetzung der Schwangerschaft unzumutbar ist, entfällt die Pflicht zur Austragung und der Abbruch muss rechtmäßig sein. Die Schwangere ist vor nicht selbstbestimmten und unsicheren Abbrüchen zu schützen. Als strafbar zu erfassen sind Abbrüche gegen ihren Willen,
die Nötigung, den Abbruch zu unterlassen und die Nötigung zum Abbruch. Embryo und Fetus sind vor vorsätzlicher und fahrlässiger Schädigung durch Dritte gegen den Willen der Schwangeren kriminalstrafrechtlich zu schützen. Diese derzeitige Strafbarkeitslücke sollte der Gesetzgeber schließen. Herzlichen Dank. Frau Brosius-Gersdorf, bitte. Ja, vielen Dank. Guten Morgen und vielen Dank für Ihr Erscheinen. Frau Kollegin Wörner hat es angesprochen. Grundlegend für unsere Beurteilung der geltenden Regelung des Schwangerschaftsabbruchs und für unsere Reformempfehlungen ist die Unterscheidung von drei Phasen der Schwangerschaft. In der Frühphase sind die Belange des Ungeborenen und die Belange der Schwangeren anders zu gewichten als im mittleren und im späten Stadium der Schwangerschaft. Das Grundgesetz schützt das Recht auf Leben nicht erst vor den Menschen nach der Geburt, sondern auch schon für den Embryo im Mutterleib, jedenfalls ab Nidation, das heißt ab der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter. Das Lebensrecht hat aber vor der Geburt nicht das gleiche Gewicht wie danach. Denn zwischen dem Ungeborenen und der Schwangeren besteht eine körperliche Einheit. Das Ungeborene ist auch lange Zeit nicht allein lebensfähig, sondern existenziell abhängig vom Organismus der Schwangeren. Dieses unterschiedliche Gewicht des Lebensrechts, sie liegt seit jeher schon dem Strafrecht zugrunde, das den Schwangerschaftsabbruch gerade nicht der Tötung geborenen Lebens gleichstellt, sondern mit § 218 Strafgesetzbuch einen eigenständigen Straftatbestand enthält. Ginge man von einem gleichen Lebensrecht des geborenen und des ungeborenen Lebens aus, wie es das Bundesverfassungsgericht in Entscheidungen aus 1975 und 1993 getan hat, dann wären Konflikte Leben gegen Leben gar nicht lösbar und der Schwangerschaftsabbruch selbst in Situationen, in denen die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Schwangeren gefährdet, rechtswidrig. Der Abbruch bei medizinischer Indikation ist aber schon derzeit rechtmäßig. Auch vor der Geburt, in der Phase zwischen Nidation und Geburt, gelten wegen der fortschreitenden Entwicklung des Embryos Gewichtungen beim Lebensschutz. Bis zur Lebensfähigkeit ex utero, das heißt bis zur Lebensfähigkeit des Ungeborenen außerhalb des Mutterleibs ab circa 22. Schwangerschaftswoche, liegt der Lebensschutz weniger stark als danach. Das heißt, in der Frühphase der Schwangerschaft tritt der Lebensschutz des Ungeborenen gegenüber dem Abbruchverlangen der Schwangeren zurück. Ab Lebensfähigkeit ex utero kommt dem Lebensrecht des Ungeborenen ein starkes Gewicht zu und hat es grundsätzlich Vorrang vor dem Abbruchwunsch der Frau. Auch diese vorgeburtlichen Stufen des Lebensrechts finden sich schon heute im Strafrecht wieder. Mit den Rechten der Schwangeren, meine Damen und Herren, verhält es sich genau umgekehrt. Das Verlangen der Schwangeren nach einem Schwangerschaftsabbruch ist verfassungsrechtlich geschützt, grundrechtlich geschützt. Und den Grundrechten der Frau kommt in der Frühphase der Schwangerschaft ein starkes Gewicht zu, weil ein Zwang zur Fortsetzung einer noch lang andauernden Schwangerschaft eine erhebliche Belastung darstellt. Je länger die Schwangerschaft aber dauert, desto eher ist es der Frau zumutbar, das Ungeborene weiter auszutragen und zur Geburt zu bringen. Und aus dieser Gegenüberstellung des Lebensrechts, des Embryos einerseits und der Rechte der Schwangeren andererseits, folgt das Drei-Phasen-Modell, das wir dem Gesetzgeber empfehlen. Das heißt erstens, in der Frühphase der Schwangerschaft, das heißt in den ersten Wochen nach der Nidation, sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch anders als bislang rechtmäßig und damit auch straffrei stellen. Wobei die Straffreiheit haben wir jetzt schon in der Frühphase. Zweitens, in der mittleren Schwangerschaftsphase, also zwischen dem Ende der frühen Schwangerschaftswochen und der Lebensfähigkeit des Fetus außerhalb des Mutterleibs, ist es Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, bis zu welchem Zeitpunkt er einen Abbruch erlaubt. Und drittens, in der späten Schwangerschaftsphase, ab ca. 22. Schwangerschaftswoche, ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich rechtswidrig. Soweit der Gesetzgeber Schwangerschaftsabbrüche untersagt, darf er das Verbot strafrechtlich absichern, muss es aber nicht. Rechtmäßig und straffrei muss der Schwangerschaftsabbruch in jedem Fall bei medizinischer Indikation sein, wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der Frau gefährdet oder die Gefahr einer schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigung begründet, die sich nicht auf andere zumutbare Weise abwenden lässt. Reformbedarf sehen wir auch bei der kriminologischen Indikation, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht.
Da sollte der Gesetzgeber die geltende 12-Wochen-Frist für den Schwangerschaftsabbruch verlängern. All dies, lassen Sie mich das sagen zum Ende, berücksichtigt auch Entwicklungen im Völker- und Europarecht bei gleichzeitigem Trend anderer nationaler Rechtsordnungen zur Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Vielen Dank und damit übergebe ich zurück. Wiesemann, bitteschön. Guten Morgen. Aufgabe dieser Kommission war es auch, zu prüfen, ob die Eizellspende und die altruistische Leihmutterschaft in Deutschland legalisiert werden können. Und dazu muss man zunächst einmal wissen, dass diese beiden fortpflanzungsmedizinischen Techniken vor mehr als 30 Jahren im Embryonenschutzgesetz verboten wurden. In diesen drei Jahrzehnten sind in internationalen sozialpsychologischen und medizinischen Studien die Auswirkungen dieser beiden Techniken gründlich untersucht worden. Und es haben sich das Bild der Familie in unserer Gesellschaft, die Geschlechterrollen gewandelt. Und es gibt auch noch ernsthafte Anstrengungen, die rechtliche Ungleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare zu ändern. Es war also tatsächlich an der Zeit, die Voraussetzungen des Verbots von damals, heute zu überprüfen. Zur Eizellspende zunächst. Die Eizellspende wird eingesetzt bei unerfülltem Kinderwunsch, wenn Frauen etwa aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, einer Erkrankung oder aber auch vorzeitiger Wechseljahre keine funktionsfähigen Eierstöcke mehr haben. Auch Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft können für ihre Partnerin Eizellen spenden wollen, um eine engere Familienbildung zu erreichen. In Deutschland ist die Eizellspende verboten. Neben Luxemburg sind das die letzten beiden Länder der Europäischen Union, die dieses Verbot noch aufrechterhalten. Wir haben das Für und Wider gründlich abgewogen. Wir haben insbesondere geprüft, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper sowie auf Freiheit der Fortpflanzung, das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Spenderin, das Kindeswohl und Grundfragen sozialer Gerechtigkeit, von Zugangsgerechtigkeit und von Gleichstellung. Die Kommission kommt nach gründlicher Auswertung der Forschung der letzten 30 Jahre zu dem Schluss, die damalige Begründung des Verbots ist heute nicht mehr stichhaltig. Die sogenannte gespaltene Mutterschaft, genetische Mutter und austragende Mutter sind nicht identisch, erzeugt keine so gravierenden Nachteile für das Kindeswohl, als dass ein pauschales Verbot gerechtfertigt wäre. Stattdessen sollte der Schutz der Eizellspenderin im Vordergrund stehen. Wenn allerdings gesichert ist, dass verfügbare, moderne, besonders schonende Techniken der Eizellentnahme verwendet werden und die Spenderin Zugang zu unabhängiger Information und Aufklärung erhält, dann kann nach unserer Überzeugung die Eizellspende zugelassen werden. Es gibt außerdem Formen der Eizellspende, etwa nach dem sogenannten Social Freezing. Man lässt seine eigenen Eizellen für eine spätere Fortpflanzung einfrieren. Diese Formen bieten überhaupt gar keine zusätzlichen Risiken für die Eizellspenderin, falls die Frau sich entscheidet, die Eizellen einer anderen Frau zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist darüber hinaus, so wie bei der Samenspende übrigens schon in Deutschland umgesetzt, das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft zu sichern. Ich übergebe jetzt an Frau Wappler. Frau Wappler, bitte. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir hatten den weiteren Auftrag zu prüfen, ob die altruistische Leihmutterschaft in Deutschland zugelassen werden kann. Bislang ist die Leihmutterschaft in Deutschland in jeder Form verboten, wie auch in vielen anderen, aber nicht allen europäischen Staaten. Die Leihmutterschaft wird bei unerfülltem Kinderwunsch zum Beispiel angestrebt, wenn eine Frau aus medizinischen Gründen nicht schwanger werden kann, etwa weil ihre letzte Schwangerschaft mit schweren Komplikationen endete. Sie kommt auch in Frage, wenn zwei männliche Partner gemeinsam eine Familie mit einem genetisch eigenen Kind gründen wollen.
Wir haben uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse über medizinische und psychosoziale Risiken der Leihmutterschaft angeschaut und die Rechtslage und die Praxis in verschiedenen europäischen Staaten sowie den USA verglichen. Außerdem haben wir uns mit dem Verfassungs-, Europa- und völkerrechtlichen Rahmen und den ethischen Bewertungsgrundlagen auseinandergesetzt. Wir haben es hier mit einer Vielzahl an Rechtspositionen zu tun, die in einen Ausgleich zu bringen nicht einfach ist. Wir haben die Würde und das Selbstbestimmungsrecht der Leihmütter. Wir haben die Würde und die Persönlichkeitsrechte der durch Leihmutterschaft geborenen Kinder, die reproduktive Freiheit der Wunscheltern, die Berufsfreiheit der Anbieter medizinischer Leistungen und die Gleichheitsrechte. Nach eingehender Beratung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das gegenwärtige Verbot der Leihmutterschaft nach wie vor begründet werden kann. Es ist aber nicht zwingend geboten. Eine Legalisierung der Leihmutterschaft wäre in Deutschland möglich, allerdings nur unter engen Voraussetzungen. Eine gesetzliche Regelung müsste die Rechte der Leihmutter und der von ihnen geborenen Kinder wirksam schützen, insbesondere müsste die ökonomische Ausbeutung der Leihmutter ausgeschlossen sein. Nach unserer Einschätzung ist das möglich, wenn man die Leihmutterschaft als eine besondere Art der persönlichen Beziehung versteht. Eine Beziehung, die in gegenseitigem Respekt begründet und dann auch rechtlich in diesem Sinne ausgestaltet wird. Ob eine Leihmutterschaft altruistisch oder kommerziell ist, wird häufig allein danach beurteilt, ob die Leihmutter aus ihr einen wirtschaftlichen Nutzen zieht. Das greift zu kurz. Altruistisch bedeutet auf das Wohl anderer gerichtet. Wir halten es für notwendig, diese Anforderung nicht nur auf die Leihmutter zu beziehen, sondern auch auf andere Akteure wie Beratungsstellen, Vermittlungsagenturen und Kliniken. Darum sollte die Vermittlung und Organisation der Leihmutterschaft nur gemeinnützigen Organisationen erlaubt sein, die ebenfalls nicht gewinnorientiert arbeiten. Auch bei altruistischer Motivation darf die Leihmutter außerdem eine angemessene wirtschaftliche Kompensation erwarten, die auch die körperlichen und psychischen Belastungen von Schwangerschaft und Geburt abdeckt, also nicht nur tatsächliche Aufwendungen wie Reisekosten. Das Interesse an einer solchen angemessenen Aufwandsentschädigung entwertet nicht das altruistische Motiv. Das gilt im Übrigen auch für die Eizellspende. Für alle betroffenen Kinder wäre eine rasche und klare Elternschaftszuordnung wichtig. Sie haben außerdem ein Recht auf Kenntnis der Umstände ihrer Geburt, das rechtlich abgesichert werden muss. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Ich verzichte mal darauf, die Themen zu sortieren, also Feuer frei für alle Fragen. Aber bitte stellen Sie sich vor, da die Teilnehmerin hier auf dem Podium vermutlich nicht alle Kolleginnen und Kollegen kennen. Dann fangen wir auf der rechten Seite an. Frau Kollegin, bitte. Claudia Kornmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Eine kurze Nachfrage zu der Frage, wenn der Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase rechtmäßig ist, aber der Gesetzgeber sich dafür entscheiden würde, trotzdem eine Beratungspflicht vorzusehen. Wenn dagegen verstoßen würde, was wäre dann Ihr Vorschlag, wie dieser Verstoß sanktioniert ist jetzt natürlich das falsche Wort, aber was für Konsequenzen, was für Folgen das hätte. Und dann noch meine eigentliche Frage, auch jetzt mit Blick auf die Frühphase, entspricht das ja nicht unbedingt dem, was das Bundesverfassungsgericht im Moment an Rechtsprechung in seinem Grundsatzurteil 93 festgelegt hat. Wie denken Sie, könnte man das zusammenbringen, beziehungsweise für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das Bundesverfassungsgericht sein Grundsatzurteil da ändern würde? Ich übernehme den ersten Teil der Frage. Vielen Dank, Frau Kornmeier. Es obliegt dem Gesetzgeber in seinem Gestaltungsspielraum, ob er die Rechtmäßigkeit des frühen Schwangerschaftsabbruchs mit einer Beratungspflicht verbindet oder nicht. Sollte er sich dafür entscheiden, das mit einer Beratungspflicht zu verbinden, ist es auch wieder im Rahmen des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers, ob er das durch eine Rechtmäßigkeitsregelung des frühen Schwangerschaftsabbruchs ganz ausdrücklich im Strafgesetzbuch tut und mit der Beratungspflicht verbindet. Dann entfiele mit dem Nicht-Einhalten der Beratungspflicht die Rechtmäßigkeit. Das könnte noch eine Lösung sein. Der Gesetzgeber hat aber auch die Möglichkeit, den frühen Schwangerschaftsabbruch vollständig aus dem Strafgesetzbuch herauszuholen. Und dann könnte man an das Nicht-Einhalten einer gleichzeitig damit geregelten Beratungspflicht auch eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenregelung setzen.
Ja, Frau Kornmeier, vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben vollkommen recht. Das Bundesverfassungsgericht hat in 2 Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch, Sie haben die aus 1993 angesprochen, es gibt noch eine frühere von 1975, die verfassungsrechtliche Rechtslage anders beurteilt, als wir es in unserer Arbeitsgruppe getan haben. Man muss allerdings sagen, das Bundesverfassungsgericht hat damals für den Embryo, jedenfalls ab Nidation, das volle Lebensrecht angenommen, also genauso wie beim geborenen Menschen und übrigens auch den vollen Schutz der Menschenwürdegarantie zuerkannt. Man muss allerdings, glaube ich, so ehrlich sein, zu sagen, dass diese Entscheidung oder dass die Überzeugungskraft und die Konsistenz dieser beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts überschaubar ist. Ja, diese Entscheidung würde so, soweit wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster, die würden so heute nicht mehr getroffen werden. Wir empfehlen dem Gesetzgeber, eine gesetzliche Regelung zu finden, die in sich konsistent ist, die auch mit der verfassungsrechtlichen Rechtslage, wie wir sie eingehend erarbeitet und beschrieben haben, übereinstimmt und wie sie übrigens auch zwischenzeitlichen völkerrechtlichen Entwicklungen entspricht. Das darf man auch nicht ganz aus dem Auge lassen. Sie müssen eines sehen, ginge man von einem vollen Lebensrecht des Embryos oder einem vollständigen Gewicht des Lebensrechts des Embryos vor der Geburt aus, das exakt so ist wie beim geborenen Menschen, dann könnten Sie Konflikte Leben gegen Leben überhaupt nicht lösen. Ja, beim geborenen Menschen ist anerkannt, dass der Einzelne sein Leben nicht für den anderen opfern muss. Dann wären aber auch Regelungen, die seit jeher im Strafgesetzbuch bestehen, über die ein ganz breiter gesellschaftlicher Konsens besteht, wie die medizinische Indikation und die Erlaubnis des Schwangerschaftsabbruchs in diesem Fall, nicht zu rechtfertigen. Also das ist schon so ein schlagendes Gegenargument, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Dann Frau Greuther, bitte. Kurula Greuther, Deutschlandfunk, auch 2 Fragen zum ersten Abschnitt des Gutachtens. Zum einen sagen Sie ja, es gibt eine Regelungslücke in der Spätphase, auch was das Strafrecht betrifft. Wenn Sie da noch mal ausführen könnten, wie man diese Lücke Ihres Erachtens schließen kann. Und die andere Frage, wie beurteilen Sie die Diskussion im Vorfeld in den vergangenen Tagen seit Bekanntwerden erster Ergebnisse? Vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich wieder den ersten Teil übernehme und den zweiten Teil an Frau Brustus-Gersdorf abgebe. Die Regelungslücke in der Spätphase, da darf man uns nicht missverstehen. Es ist derzeit so, nach der aktuellen Regelung, dass der Schwangerschaftsabbruch durchgehend grundsätzlich rechtswidrig ist, § 218 Absatz 1 Satz 1. Es gibt Möglichkeiten in bestimmten Situationen, dass er rechtmäßig und damit straflos ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer medizinisch-sozialen Indikation, die sehr weit gehandhabt wird. Es entsteht allerdings in der Tat das Problem, dass in der Spätphase der Schwangerschaftsabbruch nach Eintritt der extrauterinen Lebensfähigkeit die Frage ist, wie man diesen Schwangerschaftsabbruch noch durchführen kann, sodass es sich um einen Schwangerschaftsabbruch, also Hervorbringen einer nicht lebenden Frucht, handelt. Und für diesen Zeitraum gibt es keine Leitlinien und keine konkreten Vorgaben. Und die Medizinerin, da gebe ich sehr gerne auch im Nachgang, Stefanie Walmlien ist hier und kann im Nachgang gerne auch noch mit Ihnen sprechen, haben große Probleme, wie man regelmäßig mit solchen schwerwiegenden Problemfällen, das sind nicht viele, aber wie man mit denen gut umgeht. Es gibt die Problematik der sozusagen Nichtregelung des Fetozid. Und wir haben das ganz ausführlich diskutiert in der Arbeitsgruppe und der Gesetzgeber hat den Gestaltungsspielraum, das zu tun. Er kann das mit Leitlinien tun, er kann das mit gesetzlichen Regelungen tun. Ich glaube, dass wir in der Arbeitsgruppe mehrheitlich uns eher für Leitlinien aussprechen würden als für ganz eng gesetzte gesetzliche Regelungen. Ja, Frau Reuter, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre Frage. Ich meine, das ist ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Und uns war natürlich klar, dass es auch ein kontrovers diskutiertes Thema ist. Wir haben auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe ein Jahr lang sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Wir hatten ja den Auftrag, die Frage wissenschaftlich unabhängig zu prüfen, wie der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ist. Wir hoffen allerdings, dass die Diskussion über dieses Thema jetzt erst so richtig losgeht. Wir bitten sehr darum, dass sie sachlich geführt wird. Ich glaube, niemand kann ein Interesse an einer Polarisierung haben, gerade auch bei diesem Thema. Insofern haben wir unsere Arbeit gemacht. Wir haben einen Bericht vorgelegt dem Gesetzgeber
Und jetzt liegt der Ball im Spielfeld des Gesetzgebers. Und der sollte sich mit diesen Argumenten, die wir ihm dargeboten haben, eingehend auseinandersetzen. Gleichzeitig wird die Diskussion in der Gesellschaft weitergeführt werden. Und dann werden wir sehen, wie die Entscheidung des Gesetzgebers ist und ob und inwieweit er unsere Empfehlungen umsetzt. Frau Barth-Helmer, bitte. Ja, Corneli Bartelmi vom Luxemburger Wort. Anschließend an die Frage von Frau Geuter. Wüsste ich gerne von Ihnen, ob Sie glauben, dass diese sehr frühzeitige Diskussion vor Vorstellung Ihres Berichts negative oder positive Folgen haben könnte. Und insgesamt wüsste ich gerne von beiden Arbeitsgruppen, wie zuversichtlich Sie sind, dass Ihre Empfehlungen auch tatsächlich in Gesetzesänderungen, in Regelwerke münden. Ich erlaube mir mal darauf zu antworten. Wir sind sehr froh darüber, dass es zu beiden Themen eine große und in meinem Eindruck auch informierte Debatte der Gesellschaft gibt. Es war uns ein wichtiges Anliegen, heute hier zu sitzen und vor Journalistinnen und Journalisten Rede und Antwort zu stehen über unsere Expertise. Denn es ist klar, wissenschaftliche Expertise kann nicht eins zu eins in Politik übersetzt werden und sollte es auch nicht. Es braucht eine demokratische Diskussion, es braucht eine politische Entscheidung über das Für und Wider, auch über die Ausgestaltung unserer Vorschläge. Und diese Debatte, diese gesellschaftliche Debatte, die ja hoffentlich dann auch einem Konsens zustrebt oder einer überwiegenden Meinung zustrebt, die wollten wir mit dieser Veranstaltung hier anstoßen. Die Ministerien haben uns diesen Weg gebahnt, auch hier zur Bundespressekonferenz und stehen hinter dieser öffentlichen Information. Insofern bin ich auch optimistisch, dass sich die Politikerinnen und Politiker dieser beiden gesellschaftlich extrem wichtigen Themen annehmen. Man darf nicht vergessen, dass das einen ganz großen Teil der Bevölkerung betrifft, einmal was den 218 natürlich angeht, aber auch was die Fortpflanzungsmedizin und den unerfüllten Kinderwunsch angeht. Ich bin guten Mutes, dass es wir auch vielleicht noch in dieser Legislaturperiode schaffen werden, als Gesellschaft hier eine neue, zeitgemäße Gesetzgebung zu schaffen. Dann die nächste Fragestellerin, Frau Pauli. Schönen guten Tag, Miriam Pauli, RTL und NTV. Ich habe einmal die Frage oder die Bitte, vielleicht noch mal in zwei Sätzen, ich weiß, machen Journalisten gerne, zu erklären, was der Unterschied einer von Ihnen vorgeschlagenen künftigen Regelung zur jetzigen Regelung, vor allem mit Blick auf den frühen Schwangerschaftsabbruch, genau beinhaltet. Denn es ist ja bislang auch möglich, mit der Beratungspflicht straffrei eine Abtreibung in der frühen Schwangerschaftszeit vorzunehmen. Vor allem mit Blick darauf, dass Sie ja sagen, der Gesetzgeber kann auch künftig eine Beratungspflicht ins Gesetz einbauen. Und dann vielleicht nochmal die Frage, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen eine gesellschaftliche Debatte anstoßen. Gleichzeitig wird Ihnen aber auch vorgeworfen, beispielsweise von der Union, die Gesellschaft würde gespalten, weil wir ja seit 30 Jahren eine Rechtslage haben, die es durchaus ermöglicht, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, auch wenn keine medizinische oder kriminelle Indikation vorliegt. Danke. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Das erläutere ich sehr gerne nochmal. Unser Modell, das wir vorschlagen, unsere Empfehlungen an den Gesetzgeber, unterscheiden sich vor allen Dingen in der Frühphase von der geltenden Rechtslage, als auch aber in der mittleren Phase. In der Frühphase der Schwangerschaft in den ersten Wochen nach der Nidation ist es ja aktuell so, nach dem Strafgesetzbuch, dass der Schwangerschaftsabbruch zwar unter gewissen Bedingungen, insbesondere wenn die Beratungspflicht eingehalten wird, straffrei ist, aber er ist nach wie vor als rechtswidrig, als Unrecht gekennzeichnet. Das war auch etwas, was das Bundesverfassungsgericht in den beiden Entscheidungen, die
jetzt 49 beziehungsweise 31 Jahre zurückliegen, verlangt hatte. Und da ist unsere Empfehlung, von dieser Rechtswidrigkeit abzurücken und den Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft als rechtmäßig zu kennzeichnen. Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, dass sie sich überlegen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch verlangen, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht. Außerdem hat es Auswirkungen auf die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, das ist gerade für Frauen, die keine guten Einkommens- und Vermögensverhältnisse haben, ein ganz großer Punkt, wobei für bedürftige Frauen ja auch der Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase teilweise schon auf besonderen Antrag bei der Krankenkasse die Kosten übernommen werden. In der mittleren Phase der Schwangerschaft sehen wir einen ganz großen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. In der mittleren Phase ist er ja abgesehen von Indikationen, die vorliegen, durchgehend eigentlich rechtswidrig, der Schwangerschaftsabbruch. Und hier sehen wir den Gesetzgeber als befugt an, noch mal darüber nachzudenken und auch unter Betrachtung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen des Ungeborenen im Mutterleib zu entscheiden, bis zu welchem Zeitpunkt er den Schwangerschaftsabbruch und auch in dieser mittleren Phase möglicherweise zulässt. Also das sind so die wesentlichen Änderungen. Vielleicht noch ganz ergänzend dazu zum zweiten Teil Ihrer Frage. Es läge uns ganz fremd oder fern, hier eine neue gesellschaftliche Debatte aufzustoßen, über die man sich vor 30 Jahren auf einen Kompromiss geeinigt hat. Wir glauben, die gesellschaftliche Debatte ist schon auf dem Tisch. Die Situation ist heute eine ganz andere, als sie damals vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren galt es, einen Kompromiss zu finden zwischen einer ehemaligen Regelung im Osten mit einer Fristenregelung und einer Regelung im Westen mit einer Indikationsregelung und der Hälfte des Landes, die zu einer Indikationsregelung nicht zurück wollte. Da haben wir heute eine ganz andere Situation. Heute haben wir insbesondere, und das ist auch Kollegin Starsky hier, mit der Sie hinterher noch sprechen können, vor dem Hintergrund völkerrechtlicher, europarechtlicher Entwicklung eine andere Diskussion von Menschenrechten auf dem Tisch. In der Tat. Und wir haben verstanden, und wir diskutieren die auch ganz anders, dass es reproduktive Rechte für Frauen gibt. Und wir wissen, dass der problematische Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und ein grundsätzlich rechtswidriger, wenn auch in ein legales Verfahren überführte Zugang, ist ein problematischer. Ein problematischer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen schränkt die Rechte von reproduktiven Rechte von Frauen ein, und zwar nur von Frauen, nicht von Männern, und führt zu Abhängigkeiten in der Tat und damit auch zu Diskriminierung. Das ist problematisch. Darf ich dazu kurz auch was ergänzen zu diesem Vorwurf der gesellschaftlichen Spaltung? Also wir als Kommission haben, glaube ich, nicht die Macht, die Gesellschaft zu spalten. Ja. Also wir haben jetzt ein Jahr lang wissenschaftlich diskutiert, wir haben Erkenntnisse zusammengetragen, wir stellen unsere Expertise der Gesellschaft zur Verfügung, das ist unsere Aufgabe, die wir versucht haben, so gewissenhaft wie möglich zu erfüllen. Und wissenschaftliche Expertise kann aus meiner Sicht keine spaltende Wirkung haben, ja, sondern wir müssen diese Diskussion führen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, die werden oft mit hoher Emotionalität verhandelt und wir versuchen dafür eine Wissensbasis, eine Erkenntnisbasis zu liefern und auch eine Basis für rationale Argumentation. Ja? Also wenn man gesellschaftliche Spaltung überwinden möchte, muss man es meines Erachtens genau so machen, dass man sich überlegt, was wissen wir eigentlich? Ja? Was wissen wir eigentlich und was ist so der Meinungskorridor, über den man sinnvollerweise diskutieren kann? Ja, darum sehe ich den Vorwurf nicht bei uns tatsächlich. Frau Kollegin. Fatima Abbas von dpa. Ich würde gerne wissen, ob Sie Zahlen haben, wie viele Frauen denn zuletzt in absoluten Zahlen einen Abbruch vorgenommen haben und in wie vielen Fällen es zu Strafverfolgung kam. Also sowohl was die Frauen angeht, als auch betroffene Ärztinnen und Ärzte. Das wäre eine Frage. Und die andere Frage, was kostet ein Abbruch eine Frau, also wenn das jetzt nicht übernommen wird? Und eine Frage zu den 12 Wochen, die Sie anführen bei Vergewaltigung, dass ich Sie richtig verstehe. Also eine Frau kann schon auch nach der jetzigen Rechtslage auch später noch einen Abbruch straffrei vornehmen, wenn sie zum Beispiel sagt, es ist psychisch für mich nicht zu verkraften, diese Schwangerschaft weiter fortzusetzen. Aber wenn sie sich quasi nur auf die, also in Anführungsstrichen nur auf die
Vergewaltigung als Grund beziehen würde, läge die Frist bei 12 Wochen. Verstehe ich Sie da richtig? Danke. Ich beginne mal und übergebe dann an Kollegin Bosius-Gersdorf. Also ganz genaue Zahlen zu den statistischen Erhebungen finden Sie dann tatsächlich im Kapitel 4 des Berichtes, der ab heute um 13 Uhr runterzuladen ist. Ich glaube, das ist jetzt in unserer aller Zeit Sinne, dass ich die nicht komplett vorlese. In der Tat ist es so, dass Verurteilungen zum Schwangerschaftsabbruch recht selten stattfinden. Die Zahlen sind in den letzten Jahren eher einstellig in der Tat. Dabei trifft es noch eher Verfahrensbeteiligte als die Schwangere, weil der Gesetzgeber an verschiedenen Stellen im Strafgesetzbuch die Schwangere noch mit persönlichen Strafausschließungsgründen von der Strafe selbst ausnimmt. Dass keine Verurteilungen stattfinden, heißt allerdings nicht, dass es keine Strafverfolgung gibt. Es gibt also Strafverfolgungsstatistiken, und in den Strafverfolgungsstatistiken sieht man also in den letzten Jahren durchgängig eine Zahl zwischen 80 und 90, 2022 waren es 90 Verfahren, die also stattfinden. Es ist also in der Tat so, dass man sich den Weg in die Straffreiheit durch das Einhalten von Reglementarien erarbeiten muss. Die Kosten für den Abbruch sind unterschiedlich, kann man vielleicht noch sagen. Also die sind nicht an allen Stellen gleich. Und ich meine so zwischen 300 und 600 Euro. Vielleicht darf ich kurz noch ergänzen, dass die gerade aktuell vorgestellte ELSA-Studie zur Praxis des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland gezeigt hat, dass jede zehnte Ärztin, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, schon eine Strafanzeige erhalten hat für das, was sie tut. Also das heißt, auch wenn das nicht zu einer Verurteilung am Ende führt, vielleicht noch nicht mal zu einem Verfahren, aber das ist natürlich eine massive Beeinträchtigung der ärztlichen Tätigkeit, die ja eigentlich im Rahmen eines legalen Verfahrens vonstatten geht. Dann darf ich noch ganz kurz antworten, Frau Abbas, auf Ihre Frage zur kriminologischen Indikation. In der Tat, der Schwangerschaftsabbruch ist, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht, nach geltendem Recht, nach geltendem Strafrecht, dann zulässig, dann rechtmäßig nur, wenn das Ganze innerhalb der ersten 12 Wochen seit der Empfängnis passiert. Und hier empfehlen wir dem Gesetzgeber, diese bisherige 12-Wochen-Frist zu verlängern. Schlicht, weil es natürlich so ist, dass Frauen, die ein Sexualdelikt über sich haben ergehen lassen müssen, oftmals traumatisiert sind, was dazu führt, dass die Schwangerschaft möglicherweise spät bemerkt wird oder spät realisiert wird. Und deshalb finden wir es wichtig und richtig, dass diese geltende 12-Wochen-Frist verlängert wird. Die medizinische Indikation, die grundsätzlich bis zur Geburt der Schwangerschaftsabbruch möglich und rechtmäßig ist, die hat einfach vollkommen andere Voraussetzungen. Insofern muss man diese Dinge auseinanderhalten. Okay. Aber berufen sich denn Frauen, also wenn jetzt der Fall eintritt und sagen wir mal schon 13 Wochen vergangen sind, wie lösen die Frauen das auf? Also berufen sie sich dann eben auf medizinische Gründe? Also das ist eher eine Frage, die in die medizinische Praxis geht, an Frau Kollegin Wallwiener. Da müssten Sie dann noch mal nachfragen. Grundsätzlich gibt es diese zwei Möglichkeiten. Wenn wir bei den Indikationen sind, bis zur 12. Woche können Sie sich für die Rechtmäßigkeit des Schwangerschaftsabbruchs neben der medizinischen Indikation und der Beratungslösung eben auch auf den Fall der kriminologischen Indikation berufen. Und theoretisch ist es natürlich danach noch möglich, einen Fall der medizinischen Indikation geltend zu machen. Und wie das dann mit den Zahlen ist, da müssen wir die Frage dann nachher weitergeben. Also auch wirklich ganz wichtig, nur ganz kurz zur Ergänzung, das Problem haben in Deutschland derzeit an dieser Stelle insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, die sich an diesem Verfahren beteiligen müssen, die nämlich eine Indikation ausstellen müssen. Die Schwangere selbst hat noch persönlicher Strafausschließungsgrund bis zur 22. Woche, aber die Ärztinnen und Ärzte müssen dann entscheiden, kann ich diesen Schwangerschaftsabbruch jetzt legal, ohne mich strafbar zu machen, abbrechen, wegen einer kriminologischen Indikation oder wegen der medizinisch-sozialen und wie löse ich dieses Problem, wenn die 12 Wochen verstrichen sind. Das ist also ein massives Problem, dass Ärztinnen da auch nur begrenzt helfen können. Ja. Frau Buschow. Ja, danke, Corinna Buschow, Nachrichtenagentur EPD. Auch zwei Nachfragen, wenn ich darf. Hier bin ich. Die erste Frage, wenn Sie sagen, es ändert sich etwas am Leistungsanspruch, wenn man das aus dem Strafgesetzbuch herauslöst, der Schwangeren und der Frauen und verbessert das, was bedeutet das für die Ärzte? Bislang gilt ja, dass Gynäkologinnen und Gynäkologen sich bei einem Schwangerschaftsabbruch verweigern können, den nicht machen müssen. Hätte das einfach rein rechtlich Rückwirkungen? Haben Sie das diskutiert? Finden Sie das
zeitgemäß sollte sich auch da was ändern in Richtung einer sozusagen einer Verpflichtung, eines Leistungsanspruchs dann auch. Und die zweite Nachfrage ist nochmal nach der Beratungspflicht, wo Sie sich ja nicht festgelegt haben. Ich höre da so einen gewissen Zwiespalt raus. Sie haben das so formuliert, vorab eine Last, nachher ein Gewinn. Können Sie vielleicht nochmal schildern, wie Sie in der Arbeitsgruppe das Thema Beratung, was nützt Beratung, wo ist Beratung eine Last, diskutiert haben? Und liegt das eventuell auch etwas an der Art der derzeitigen Beratung? Muss sich am Beratungssystem was ändern in Ihren Augen? Ja, vielen Dank. Zu Ihrem ersten Teil der Frage. Frau Wallwiener ist in ihrem medizinischen Berichtsteil auf diesen Punkt auch eingegangen. Die Grundrechte der Ärztinnen und Ärzte oder die Rechte der Ärztinnen und Ärzte beim Schwangerschaftsabbruch sind natürlich vom Gesetzgeber mit zu berücksichtigen. Das ist ganz, ganz klar. Das können Sie nicht trennen von den Rechten des Ungeborenen und der Schwangeren. Und die Ärztinnen und Ärzte können sich neben der Berufsfreiheit, da haben Sie vollkommen recht, auch auf ihre Gewissensfreiheit berufen. Und wenn Sie mich persönlich fragen, und ich würde jetzt gerne auch nur persönlich als Wissenschaftlerin antworten, dann würde ich sagen, dass ich an einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase als rechtmäßig statt als rechtswidrig an der Gewissensfreiheit der Ärztinnen und Ärzte nichts ändert, sodass sie auch dann möglicherweise das Recht haben, die Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs nicht durchzuführen, wobei es vielleicht auch Ausnahmekonstellationen gibt. Das ist eine Frage, das muss man ganz klar sagen, die haben wir in der Kommission vielleicht eher am Rande diskutiert und im Bericht auch nicht so vertieft. Die Beratung dagegen haben wir ganz ausführlich diskutiert und in mehrfachen Sitzungen. Und da kann ich auch nur noch mal betonen, dass es für uns sehr beeindruckend war, die verschiedenen Beratungsinstitutionen in Deutschland in den Anhörungen im November in einem Raum zu haben und mit ihnen gemeinsam über die Problematik zu sprechen. Man muss sehen, dass Beratung grundsätzlich als Konzept was ist, das freiwillig ist. Und dass die Beratungsinstitutionen in Deutschland derzeit Unmögliches leisten, muss man wirklich sagen, indem sie auf Basis einer Beratungspflicht offene Beratungsgespräche führen. Und die ELSA-Studie und Ergebnisse zeigen eben auch, dass von den Betroffenen das oft in der Tat vorab als eine Last empfunden wird, danach sehr oft als ein Gewinn. Wir sehen also wirklich das Problem in der Kommission, so haben wir das diskutiert, dass man vulnerable Gruppen möglicherweise nur erreicht, wenn man sie irgendwie in die Beratung bringt. Dass aber andererseits das Beratungssystem sich viel freier und viel besser entwickeln könnte und viel weitergehend ausgebaut werden könnte, wenn es nicht auf Basis einer Beratungspflicht stattfände, weil sich auch die Beraterinnen und Berater viel mehr auf unterstützende Beratung konzentrieren könnten. Was aber nicht passieren darf, davor kann man, glaube ich, warnen, ist, dass mit einem Entfallen von der Beratungspflicht möglicherweise Unterstützung für diese Beratungsinstitutionen entfiele. Das ist eine Gefahr, die wir auch diskutiert haben und die wir sehen. Deswegen hat der Gesetzgeber in der Tat auch wirklich hier den Gestaltungsspielraum. Dann habe ich Frau Färber auf meiner Liste. Das ist Dorte Färber vom ZDF. Sie haben ja mehrfach darauf verwiesen, dass ich in den letzten 30 Jahren etwas geändert habe. Hier bin ich. Was sich auch geändert hat, ist die Versorgungssituation der Frauen in den Konfliktsituationen. Also es gibt weniger Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Inwieweit erhoffen Sie sich denn, dass durch eine juristische Neuregelung sich etwas an der Versorgungssituation verbessert? Also in der Tat ist es so, dass wir derzeit ein Verfahren haben, gerade wenn Sie sprechen jetzt maßgeblich die frühen Schwangerschaftsabbrüche an, in denen das in Deutschland jedenfalls schon ein legalisiertes Verfahren überführt ist. Aber dadurch, dass der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als rechtswidrig gilt, geht mit ihm noch dieses Stigmata des Strafrechts einher. Und es müssen sich die Verfahrensbeteiligten die Straffreiheit durch Einhalten von Voraussetzungen erarbeiten. Es muss sich jeder also überlegen, ob er sich an so einem Verfahren beteiligt, bei dem er möglicherweise immer mit einem Fuß sich einer Strafverfolgung aussetzt. Eine vollständige Legalisierung und Rechtmäßigkeit des frühen Schwangerschaftsabbruchs würde so einer Stigmatisierung im Weiteren entgegenwirken. Und damit erhoffen wir uns, dass sich die Versorgungslage auch dadurch verbessert. Der Staat hat auch ganz andere Möglichkeiten in einem vollständig rechtmäßig gestellten legalen Verfahren,
Maßnahmen zur Versorgung von Schwangeren, die nicht nur medizinische Maßnahmen sind, sondern hier geht es vor allem auch um psychosoziale Maßnahmen, zu erweitern. Dann die Kollegin neben Frau Goethe, genau. Nina Hase, Deutsche Welle. Meine Frage schließt direkt an. Sie empfehlen ja auch, dass sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig ansehen, dass der Gesetzgeber aber auch sicherstellen muss, dass Frauen den Abbruch dann zeitnah und barrierefrei in gut erreichbaren Einrichtungen durchführen können. Welche Pflichten ergeben sich dann also auch für den Gesetzgeber, solche Einrichtungen dann auch zum Beispiel im ländlichen Raum zu schaffen? Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist übrigens ein Punkt, auf den schon das Bundesverfassungsgericht in diesen beiden besagten Entscheidungen hingewiesen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat es als Staatsaufgabe bezeichnet, dafür zu sorgen, dass flächendeckend, quantitativ und qualitativ in einem ausreichenden Maßnahme ambulante und stationäre Einrichtungen für den Schwangerschaftsabbruch bereitstehen. Und das auf der Grundlage der Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Schwangerschaftsabbruch für die gesamte Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich rechtswidrig sein soll und nur Ausnahmen bei einer Indikation gelten. Und das gilt dann natürlich, zurückgekommen auf Ihre Frage, bitte erst recht, wenn der Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig ist. Daraus resultieren viele Konsequenzen für die übrige Rechtsordnung. Und auch das ist uns ganz wichtig und haben wir dem Gesetzgeber sozusagen mit auf den Weg gegeben, dass wenn er sich an eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs macht, dass er bitte auch die Konsistenz der Umsetzung dieser Neuregelung in anderen Bereichen der Rechtsordnung sich anschaut. Denn auch da ist die Konsistenz bislang so ein Stück überschaubar. Und das ist ja auch das, was dem Bundesverfassungsgericht damals vorgeworfen wurde, dass es sozusagen aus seiner eindeutigen Aussage, der Schwangerschaftsabbruch muss grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft rechtswidrig sein, nur teilweise konsistente Folgerungen auch für die übrige Rechtsordnung gezogen haben. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Darf ich direkt noch mal nachfragen, ob Sie diskutiert haben, was denn als zumutbar gelten würde, gut erreichbar? Wie haben Sie das diskutiert? Also das haben wir so im Detail nicht diskutiert und damit sprechen Sie eine wirklich ganz, ganz schwierige Grundsatzfrage an, nämlich die Erreichbarkeit von Einrichtungen generell, Infrastruktureinrichtungen in Deutschland generell, was sich ja vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels gerade in ländlichen Bereichen, da ist das ja vor allen Dingen ein Punkt, weniger in der Großstadt Berlin stellt, welche Mindeststandards in Bezug auf die Erreichbarkeit müssen eigentlich bestehen. Aber das ging so ein bisschen über unsere Möglichkeiten, unseren Auftrag hinaus. Und es gibt sicher sehr, sehr viele Folgefragen, die man sich jetzt im Anschluss an unseren Bericht anschauen kann. Und auch das verstehen wir insofern als Auftakt zu einer Diskussion über diese Folgefragen. Dann zur Ehrenrettung der männlichen Mitgliedschaft. Der erste männliche Fragesteller für heute, Herr Fitzum. Ja, Thomas Fitzum, Mediengruppe Bayern. Ich wechsle auch das Thema und komme noch mal zur Leihmutterschaft. Inwiefern lässt sich eigentlich begründet annehmen, dass die altruistische Leihmutterschaft nicht sowieso in eine kommerzialisierte oder in eine pseudokommerzialisierte mündet? Es kann ja jedes Paar hergehen und sich eine Frau suchen, die dann als beste Freundin deklarieren und dann eben eine Leihmutterschaft auf dem Schwarz bezahlt, wie auch immer, es gibt das ja alles, dann doch starten. Und inwiefern haben Sie darüber diskutiert, ob Einzelpersonen in Frage kommen für altruistische Leihmutterschaft, also ein einzelner Mann, der mit einer Frau dann ein Kind produziert? Dankeschön für die Frage. Wir haben zunächst einmal skizziert, in welchem Rahmen wir uns überhaupt Leihmutterschaft vorstellen können. Und das ist einmal, wenn schon existierende familiäre oder freundschaftliche Beziehungen bestehen. Das ist analog zur Organspende etwa. Oder aber auch, wenn Personen sich eine Frau finden, die bereit ist, für sie als Leihmutter zu fungieren, dann aber, so sagen wir, sollte das im Rahmen einer Vereinbarung geschehen, die klar macht, dass mit der Leihmutterschaft eine Beziehung auch über die Geburt hinaus entsteht. Das ist natürlich einmal im Interesse des Kindes gedacht. Das Kind hat einen Anspruch darauf,
etwas über seinen eigenen Ursprung zu erfahren. Wir wissen aber auch, dass es der Instrumentalisierung der Leihmutter vorbeugt, wenn sie eine Chance hat, über das Gedeihen des Kindes, über sein zukünftiges Schicksal etwas zu erfahren. Gelingende Modelle von Leihmutterschaft gibt es etwa in England, in Wales. Und dort zeigt sich, aus den letzten 40 Jahren übrigens, dort zeigt sich, dass Familien, die auf diese Art und Weise gegründet wurden, über einen langen Zeitraum hinweg Kontakt zur Leihmutter halten, in einem ganz überwiegenden Maße, und dass dieser Kontakt als positiv bewertet wird. Sie haben gefragt, wie man kontrollieren könnte, dass es neben einer Aufwandsentschädigung nicht noch schwarze Zahlungen gibt und damit sozusagen eine reine Kommerzialisierung des Verfahrens sich den Weg bahnt. Wir sind der Meinung, dass zum einen dieses Modell selbst, das wir vorschlagen, also dieses Modell, das von einer gemeinsamen Beziehung über die Geburt hinaus ausgeht, dem schon einen gewissen Riegel vorschiebt. Wir wollen darüber hinaus eine entsprechende gemeinnützige Vermittlung realisiert sehen, die die beteiligten Parteien entsprechend berät darüber. Und dann muss es natürlich auch eine gewisse Kontrolle darüber geben, welche Aufwandsentschädigung letztendlich gezahlt wird. Was dann darüber hinaus sozusagen im kriminellen Rahmen geschieht, das kann man vermutlich nicht vorab regeln. Das muss dann entsprechend durch Versuche der Aufsicht oder Ähnliches verhindert werden. Die zweite Frage, ob auch alleinstehende Personen Zugang zu fortpflanzungsmedizinischen Techniken haben sollten, haben wir nicht im Detail diskutiert. Wir sind aber der Meinung, dass das die Freiheit der Fortpflanzung auch ein Individualrecht ist. Dass es also nicht daran gebunden und gekoppelt ist, dass es einen ganz spezifischen Partner gibt, mit dem dann diese Fortpflanzung, diese Familiengründung realisiert wird. Erlauben Sie mir die Nachfrage, wie Sie denn diese Beziehung qualifizieren würden, also über den, nach der Geburt? Aber, also Sie haben Wales angesprochen, welche Erfahrungen gibt es da? Man kann das ja einfach sagen, wir telefonieren einmal im Jahr, ist auch eine Beziehung. Ja, in der Tat. Also gelegentlich gestalten sich die Verhältnisse, diese Beziehung auch tatsächlich so. Man informiert sich einmal im Jahr darüber, wo steht das Kind gerade, wie sieht es, man telefoniert etwa zu einem der großen Feste miteinander. Das ist natürlich eine Frage der praktischen Ausgestaltung innerhalb dieser individuellen Verhältnisse und Lebenssituationen. Vorschriften wollten wir dazu nicht machen. Wir stützen uns nur auf Erfahrung aus Studien, die im Ausland zu dieser Frage durchgeführt werden und die dann zeigen, dass die Leihmütter, die solche Möglichkeit erhalten, ganz überwiegend positiv auf ihre Erfahrung als Leihmutter zurückblicken. Letztendlich ist es ein einzigartiges menschliches Verhältnis, das durch Leihmutterschaft geschaffen wird. Wir kennen bislang in unseren Gesellschaften nichts Vergleichbares. Wir versuchen im Rahmen der Adoption schon ähnliche Lösungswege. Auch hier ist ja mittlerweile Standard, dass die Geburtsmutter Kontakt halten kann zum Kind, das dann adoptiert wird. Und an solchen Modellen haben wir uns orientiert. Frau Hasenkamp, darf ich kurz was ergänzen? Sie sehen ja in unseren Empfehlungen, dass wir sagen, dass das bisherige Verbot auch weiter begründbar wäre oder ist. Und einer der Gründe dafür, dass wir zu diesem Ergebnis gekommen sind, ist eben, dass es eine Reihe von möglichen Umgehungsstrategien auch eines solchen Modells und eine Reihe von Missbrauchsgefahren gibt. Ja, auch wenn man sich so grenzüberschreitende Fälle natürlich anschaut, und solche Missbrauchsfälle sind auch bekannt. Was aus unserer Sicht wünschenswert wäre, jetzt im Anschluss an diesen Bericht, wäre tatsächlich eine Debatte darüber, ob und wie solche auf persönliche Beziehungen, Gemeinnützigkeit ausgerichtete Modelle in Deutschland
zu dieser Zeit, in dieser Rechtsordnung, in diesem gesellschaftlichen Klima, in dem ökonomischen Kontext von Leihmutterschaft auch weltweit, ob das möglich ist. Und wenn man zu dem Schluss käme, dass das nicht möglich ist, dann könnte man das Verbot weiter rechtfertigen. Ja. Es wäre aber schön, man hätte angesichts der Öffnung der Debatte, ja, und angesichts der auch durchaus nachvollziehbaren Fälle, in denen ein solches Bedürfnis nach Leihmutterschaft besteht, und angesichts der Erfahrung, dass es Frauen gibt, die von sich sagen, ich könnte mir das vorstellen, unter bestimmten Bedingungen Leihmutter zu sein, wäre es schön, diese Debatte zu führen. Ja. Aber wir waren tatsächlich in der Kommission, was das Ergebnis angeht, wir hatten einerseits den Eindruck, dass man die Bedingungen dass man eine sehr eng gezogene gesetzliche Regelung bräuchte, ja, die ein solches Modell tatsächlich engmaschig umsetzt, und dass wir diese Debatte brauchen, ja, wo wir eigentlich gerade in dieser Frage stehen als Gesellschaft. Ja, und insofern sprechen Sie da einen wichtigen Punkt an, und das können wir sozusagen nur in die Debatte geben. Nur als Hinweis, wir haben 10.15 Uhr die nächste Pressekonferenz, deswegen müssen wir zügig Fragen und Antworten. Ich habe jetzt noch 3 Fragesteller, potenziell 5, aber dann hatte ich vorher schon die Frageliste geschlossen. Ich habe als nächstes die Kollegin vor Frau Buschow. Genau. Nee, pardon. Sorry. Meins ist nämlich schon an. Ja, ja, genau. Ich dachte, wir hätten Ihre schon abgearbeitet, haben wir aber gar nicht. Frau Hasenkamp erst. Genau, Hasenkamp vom Spiegel. 2 Fragen. Einmal an Sie beide, Frau Wiesemann, Frau Wablert, die Frage, ob denn mit diesem sehr eng gefassten altruistischen Leihmutterschaftskonzept dem etwas entgegengesetzt wird, was jetzt im Ausland gerade praktiziert wird, nämlich ein sehr kommerzielles Modell, was viele deutsche Paare dazu bringt, im Ausland sich eine Leihmutter zu suchen und teilweise einen sehr komplizierten, schwierigen Weg zu gehen. Und an die andere Gruppe einmal die Frage, welche Rolle denn die ELSA-Studie gespielt hat. Denn da wurde ja sehr wohl etwas über Versorgung und Distanzen gesagt. 40 Minuten war da etwa der Ansatz, um zu sagen, soweit muss eine ein Abbruch entfernt sein. Wie Sie das einschätzen, welche Rolle das für Sie gespielt hat. Danke. Ja, vielleicht zuerst zu der Frage zur Leihmutterschaft. Wir haben zumindest versucht, mehrere ganz wesentliche Problempunkte anzugehen und für die Lösungen vorzuschlagen, die sich, wenn man die Praxis im Ausland betrachtet, stellen. Und das eine ist eben, dass wenn man die persönliche Beziehung in den Vordergrund steht, jedenfalls der Fall wegfällt, in dem man sich eine anonyme Leihmutter quasi kaufen kann. Ja, sondern es muss klar sein und sozusagen verfahrensrechtlich abgesichert sein, dass die sich zusammensetzen müssen, dass die sich kennenlernen müssen und gemeinsam überlegen müssen, wie sie dieses Modell ausgestalten wollen und wie das nach der Geburt weitergehen soll. Das wäre sozusagen, da würde man die Anonymität dieses Ganzen, dieses kalte, kommerzielle versuchen rauszunehmen. Und das Zweite war, dass uns diese Schieflage eben aufgefallen ist, ja, und dass diese Schieflage ja markant ist, dass alle immer sagen, die altruistische Leihmutterschaft ist dann altruistisch, wenn die Leihmutter kein Geld bekommt, ja, oder kein Honorar, wenn es keinen Preis für ihre Dienstleistung oder kein Honorar für ihre Dienstleistung gibt. Und das wäre in einem solchen Modell insofern nivelliert, wenn man sagt, dass auch die anderen Akteurinnen und Akteure eben nicht gewinnorientiert handeln dürfen. Ne? Und es wäre ein Versuch, ein Versuch, Akteurinnen und Akteure aus diesem Geschehen herauszuhalten, die tatsächlich auf Profit, auf Gewinn, auf Maximierung ihres wirtschaftlichen Nutzens aus sind. Zu Ihrer zweiten Frage an die Arbeitsgruppe 1 der Kommission, Rolle der ELSA-Studie. Wir hatten das große Glück der interdisziplinären Besetzung dieser Arbeitsgruppe 1 der Kommission und dass die beiden Kolleginnen, die maßgeblich an der ELSA-Studie mitgearbeitet haben, Daphne Hamann und Maika Böhm, bei uns in der Kommission saßen. Wir haben das also sehr viel diskutiert und zwar mit den Kolleginnen aus allen Disziplinen heraus diskutiert. Die Ergebnisse der ELSA-Studie können Sie für sich nehmen und dann auch interpretieren. Ich denke, wir haben die Diskussion auf den Tisch gelegt, dass wir in Deutschland darüber debattieren müssen, was eine gute Versorgungslage ist und was Versorgung bedeutet.
dass das bisher auch noch nicht umfassend möglich ist, liegt unter anderem daran, dass der frühe Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig ist. Dann jetzt aber die Kollegin an dem weißen Mikro. Ja, bitte. Was doch schaffen. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema mittlere Phase. Stellen Sie sich kurz vor. Achso, Entschuldigung, Sabine Menkens von der Welt. Ich habe noch eine Frage zur mittleren Phase der Schwangerschaft. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja dann 12. bis 20. Woche nach Einnistung. Ne? Ist das richtig? Und die Frage, die ich dazu hätte, wäre, warum Sie der Meinung sind, dass man eben auch für diese mittlere Phase eine Neuregelung fassen müsste. Ja, darauf antworte ich sehr gerne. Also vielleicht erstmal zum Zeitraum. Es ist so, dass wir hier keine konkreten Zeitpunkte benannt haben und auch nicht benennen konnten, weil sowas das Recht, das Verfassungsrecht, das Völkerrecht an der Stelle nicht vorgibt. Es ist die Phase ungefähr nach dem Abschluss des ersten Trimenons bis zur Lebensfähigkeit des Fetus, zur alleinigen Lebensfähigkeit bei entsprechender medizinischer Behandlung des Fetus ex utero. Und der Grund für unsere Empfehlung, dass der Gesetzgeber sich diese Phase noch mal besonders ansehen sollte und entscheiden sollte, ob und inwieweit er in dieser mittleren Phase den Schwangerschaftsabbruch auch ohne Indikation rechtmäßig stellt, ist einfach, dass wir uns die ins Gewicht zum Ausgleich zu bringenden Belange des Embryos auf der einen Seite und des Rechts auf reproduktive Selbstbestimmung der Schwangeren auf der anderen Seite gerade in dieser mittleren Phase sehr genau angesehen haben. Ja, und da ist es eben so, dass in dieser mittleren Phase der Schwangerschaft die Schwangerschaft eben schon ein Stück fortgeschritten ist. Da müssen wir die Schutzpflicht des Staates für das ungeborene Leben schon mit gewissem Gewicht berücksichtigen und auf der anderen Seite aber auch eben die Rechte der Frau unbedingt genau in den Blick nehmen. Und wie das dann genau auszutarieren ist, da hat der Gesetzgeber eben wirklich einen Gestaltungsspielraum. Und davon hängt dann auch viel ab, wie er diese mittlere Phase im Einzelnen regelt. Wir hatten ja eben schon auf die Fragen Ihrer Kollegin gesagt, es macht durchaus für die betroffenen Frauen, aber auch für die Rechtsfolgen, die Folgeregelungen in der übrigen Rechtsordnung einen ganz großen Unterschied, ob der Schwangerschaftsabbruch auch ohne Indikation rechtswidrig oder rechtmäßig gestellt wird. Ja? Also insofern, die Straffreiheit in der Frühphase, die haben wir jetzt schon. Aber an die Rechtmäßigkeit, die Rechtswidrigkeit, gerade in der mittleren Phase, knüpft sich dann einiges an. Ich frage deswegen, weil das sprengt ja sozusagen die übliche Vorstellung in den ersten 3 Monaten, sollte es möglich sein, ne? Wenn man jetzt auch darüber hinausgehende Überlegungen. Aber da, das möchte ich ganz kurz noch sagen, das war uns auch ganz wichtig und das hat die Kollegin Weißer sehr ausführlich ausgearbeitet, lohnt dann auch mal einen Blick in andere Rechtsordnungen, in andere nationale Rechtsordnungen und den hier klar erkennbaren Trend einer Entkriminalisierung, einer Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Und da kann man sich auch mal Vorbilder in anderen Rechtsordnungen anschauen als Modell, wie so eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs gerade in der mittleren Phase bis zur Lebensfähigkeit des Fetus ex utero aussehen kann. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn sich der Gesetzgeber diese mittlere Phase noch mal näher anschaut und sich für eine Rechtmäßigkeitsfreistellung des Schwangerschaftsabbruchs in dieser mittleren Phase entscheiden würde, auch ohne Indikation, dann wäre das schon eine grundlegende Änderung, wie gesagt, auch mit Konsequenzen für die übrige Rechtsordnung. Frau Beerheide. Rebecca Beerheide, Deutsches Ärzteblatt. Ich wollte noch mal zum Thema Debatte in der Gesellschaft fragen. Jetzt sind das ja zwei Themen, 218er Veränderung rechtlicher Seite, aber auch eben das ganze Thema reproduktive Medizin haben Sie ja auch getrennt bearbeitet, an der Stelle in einem Bericht zusammengefasst. Glauben Sie nicht, dass das jetzt alles ein wenig vermischt wird miteinander, so wie man das jetzt natürlich im Vorfeld schon mitbekommen hat, von wegen, da wollen Sie dann die 218er streichen oder verändern und dann die Leihmutterschaft auch noch, dann lassen wir lieber Letzteres sein oder andersrum. Wie würden Sie das in Ihre Kommission da für sich irgendwie diesen Zielkonflikt, der sicherlich entsteht, beantworten? Also wir sind ja nicht für die Zusammensetzung und die Aufträge der Kommission verantwortlich. Insofern können wir nichts dafür, dass da zwei Themen sozusagen gleichzeitig bearbeitet wurden, die vielleicht nicht, bei denen nicht unmittelbar einsichtig ist, was sie genau miteinander zu tun haben. Ich kann für uns in der AG2 sagen, dass wir uns eine gesellschaftliche Debatte tatsächlich auch über diese punktuellen Fragen Eizellspende, Leihmutterschaft hinaus wünschen. Ja, also wir wünschen uns alle ein Fortpflanzungsmedizingesetz. Ja, so zu diesem Konsens sind wir gekommen. Das war nicht Teil unseres Auftrags.
steht aber auch im Kurzbericht, können Sie da nachlesen. Wir wünschen uns eine umfassende Bearbeitung dieser reproduktionsmedizinischen Themen. Ja? Und das Ganze muss dann natürlich konsistent sein mit einer Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, wenn man sich sozusagen die Stellung, den Status, den Umgang mit dem Embryo anschaut. Insofern ergibt es einen gewissen Sinn, das Ganze gemeinsam zu diskutieren. Unsere Sorge ist jetzt natürlich, dass das eine oder andere Thema in der Debatte untergeht. Ne? Also wir würden uns sehr freuen, wenn es gelingen würde, die Themen beider Arbeitsgruppen in der öffentlichen Diskussion zu halten und auch zu beiden dann gute Lösungen zu finden. Dann sind wir zeitlich am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen in die Bundespressekonferenz. Herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit. Und ich vielen Dank. Danke. Dankeschön.